Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu diesem Video heute. Heute verbinden wir zwei meiner größten Leidenschaften, und zwar Parfum und TV-Serien. Die Leute, die mir schon länger zuschauen, die wissen ja, dass ich ein Serienjunkie bin. Shoutout übrigens zu der Website Serienjunkies. Wer kennt die noch? Und irgendwie hatte ich mal wieder Lust, das Thema Parfum mit Entertainment zu verbinden. Ich versuche ja auf diesem Kanal hier sowieso immer Bilder zu malen, damit ihr euch die Düfte ein bisschen besser vorstellen könnt, wie sie wirken, für wen sie sind, zu welchen Gelegenheiten sie passen. Und eigentlich ist es ein No-Brainer, einfach auch andere Vehikel dafür zu nehmen, wie zum Beispiel TV-Serien, wo man sich die Charaktere anschaut und sich dann überlegt, welches Parfum würde zu dieser Persönlichkeit mit diesem Style und dieser Aura passen. Habe ich gerade Aura gesagt? Ich habe noch ein drittes Wort gebraucht und ich bin eigentlich nicht jemand, der so ein Aura-Mensch ist. Und heute nehmen wir uns die TV-Serie Suits vor und schauen uns an, welche Parfums gut zu den Hauptcharakteren passen würden. Und ich habe die Serie nicht zufällig ausgewählt, sondern ich habe euch vorab auf meinem Instagram abstimmen lassen, welche Serie ihr gern sehen möchtet. Und Suits hat nicht gewonnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit Abstand gewonnen hat Game of Thrones. Es hatte wirklich die absolute Mehrheit, die allermeisten Stimmen. Aber ich muss euch gestehen, Leute, ich habe ein bisschen Schiss vor der Game of Thrones-Sache, weil es ist eine große Aufgabe. Und ich habe ein bisschen Angst vor der, ja, ich habe ein bisschen Angst vor den Fans. Heute fangen wir an mit der zweitplatzierten Serie und Suits hatte die zweitmeisten Stimmen. Ich habe euch natürlich nur Serien zur Auswahl gegeben, mit denen ich mich auskenne. Und Suits habe ich angeschaut, eigentlich von Anfang an. Ich war sehr begeistert am Anfang und dann ab der sechsten Staffel habe ich es nicht mehr angeschaut, weil ich es nur noch schlecht fand. Bitte hasst mich nicht in den Kommentaren, aber ich habe meine Gründe, warum ich denke, Suits ist einer der, ich weiß nicht, überholtesten, am schlechtesten geschriebenen Serien, die es mittlerweile so gibt. Sie ist auch extrem schlecht gealtert, finde ich. Aber nichtsdestotrotz hatte ich am Anfang sehr viel Spaß, sie anzuschauen. Und deswegen habe ich kein Problem, den Charakteren Düfte zuzuordnen. Und ich glaube, es ist klar, aber ich sage es jetzt nochmal hier, eventuell gibt es Spoilers. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch Spoilers sagen kann, weil die Serie hat gestartet in 2011 und geendet in 2019. Das heißt, es ist auch schon eine Zeit vorbei. Da glaube ich, ist es okay, ein paar Sachen zu spoilern. Aber wir sprechen über die sechs Hauptcharaktere. Und zwar fangen wir mal an mit dem Mike Ross. Also dieser hochbegabte junge Typ mit dem fotografischen Gedächtnis, der schon ein Kleinkrimineller eigentlich ist, ne? Der schreibt Tests an der Uni für andere Leute und so weiter, ist so ein bisschen lost, wohnt in der WG mit so einem Drogi und droht abzurutschen auf die schiefe Bahn, sage ich jetzt mal. Und der stolpert eben irgendwie in die Anwaltskanzlei von, shit, wie hieß die Anwaltskanzlei? Pearson, irgendwas. Ja, Pearson Hartman. Da stolpert er rein in so ein Bewerbungsgespräch und überzeugt natürlich alle mit seinem Charme und seinem Können und seinem fotografischen Gedächtnis, sodass er den Job kriegt. So, und was ist der Mike jetzt für ein Typ? Der Mike ist ein netter Bursche, ja. Also, der hat das Herz am rechten Fleck. Der muss sich erst gerade so ein bisschen zurechtfinden in seinem Leben. Und er kriegt dann eben den Job beim Harvey Specter als sein, was eigentlich? Als sein Hiwi. Als sein Protégé. Als sein Assistent, aber auch nicht wirklich irgendwie. Das Problem ist nämlich, der Harvey kann ihn nicht einstellen, weil der Mike hat keine Zertifizierung als Anwalt. Er kann zwar den Job machen, aber er ist kein richtiger Anwalt und das ist auch noch ein großes Problem später. Nichtsdestotrotz stellt er ihn irgendwie als solchen ein. Und der Mike versucht einfach nur seinen Job gut zu machen. Ja, er will einfach nur einen guten Job machen. Er fühlt sich wirksam. Und ich habe mir gedacht, so ein Typ braucht einen Duft, der erstens nicht negativ aufstößt. Ich denke auch, es sollte nicht ein zu lauter Duft sein, weil er wirklich versucht, in dieser sehr elitären Welt, dieser Anwaltskanzlei, die nur Harvard-Studenten oder Harvard-Absolventen einstellt, einen guten Eindruck zu machen. Deswegen glaube ich, braucht er einen Duft, den wir typischerweise als Office-Duft auch bezeichnen würden, beziehungsweise der einfach sehr frisch, clean gepflegt ist, ohne zu laut zu sein, ohne zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber doch das gewisse etwas hat. Denn der Mike ist ja kein 0815-Absolvent, sondern der Mike ist ja ein Genie. Und ich hatte eine gute Idee für einen Duft für ihn. Und zwar Prada L'Homme Intense. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso den Intense, wieso nicht den Prada L'Homme, der ja eigentlich der absolute No-Brainer-Office-Duft ist. Ich denke,
weil der Prada L'Homme Intense noch etwas mehr das gewisse Etwas hat. Also wir haben eine weiche, pudrige, teilweise auch, nicht teilweise, sondern doch ganz schön seifige Iris, eine schöne samtige Tonkabohne, ein bisschen Amber, also auch so ein bisschen ambrierte Süße, und der Duft ist einfach super attraktiv, passt in jede Gelegenheit, ist nicht zu out there, aber ist einfach so, dass wenn jemand mit diesem Duft an einem vorbeiläuft, dass man sagt, soll ich ihn fragen, was er für einen Duft trägt? Weil der Duft riecht echt gut. Das ist Prada L'Homme Intense für mich. Und ich würde jetzt den Mike überhaupt nicht als jemanden bezeichnen, der irgendwie sexy ist. Aber ich denke, er hat in seiner jungspundigen, auch ein bisschen naiven Art durchaus eine gewisse Form der Attraktivität. Und die sehe ich in dem Prada L'Homme Intense auch. Wir haben auch ein schönes Patchouli drin. Das erdet die Düfte immer so ein bisschen. Und ich sehe diesen Duft einfach echt wunderbar an ihm. Ich denke mir allerdings... Wenn er da ankommt, hat er den auch nicht. Ich denke, den wird er sich dann so nach einem Monat im Drop besorgen. Lange halten tut der Duft auch, und das braucht es auch, weil, das ist natürlich das absolute Klischee, die arbeiten ja nicht nur 8 Stunden dort, sondern die arbeiten ja 12 Stunden, 16 Stunden. Teilweise machen sie sogar All-Nighters, ja, und da braucht man einen Duft, der auch was aushält und der vor allem lange hält. Und das tut er. Und ja, also ich bin, sagen wir mal so, in jeder Form zufrieden mit meiner Wahl. Falls ihr alternative Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen antiklimaktisch. Wir sprechen jetzt direkt über den Star der Show, den neben dem Mike, den zweiten Protagonisten. Und es ist der Harvey Specter. Harvey Specter ist die coolste Sau, die rumläuft. Ich muss aber so lachen, weil ich finde, dieser Charakter ist ein einziges Klischee. Es ist dieser Anwalt, der immer perfekt in seinem Anzug gestylt, immer so dezent im Stress durch die City hetzt. Ich glaube, es spielt in New York City. Ja, ziemlich sicher. Und er ist zwar anfangs auch kein Partner in der Anwaltskanzlei, aber er ist der beste Closer. Er ist sozusagen das Rennpferd im Stall. Er ist derjenige, der den Laden am Laufen hält. Er ist so smart und so überzeugend und so cutthroat und trotzdem irgendwie ein Typ mit dem, auch mit dem Herz am rechten Fleck. Aber er zeigt es nicht so. Er ist so typisch harte Schale, mittelweicher Kern, würde ich sagen. Und er ist einfach the man, ja. Also das, was eigentlich so in den letzten Jahren maskulines Ideal dargestellt hat. Und ich muss sagen, ich finde insbesondere in den Staffeln weiter hinten, fand ich diesen Harvey Specter-Charakter so ein Stereotyp, so ein Klischee und den langweiligsten Charakter ever. Die ersten beiden Staffeln, da war ich echt so all in wie er immer seine Fälle rumdreht und wie er es wieder schafft und wie smart er ist und so weiter. Und wie er hält dann immer seine Speeches. Aber das, was mich dann relativ bald ziemlich genervt hat an der Serie ist, und das macht nicht nur er, das machen auch noch andere Charaktere in der Serie, jeder geht immer all in. Also ihr wisst ja, beim Poker, wenn man alle seine Chips auf den Tisch legt, dann bedeutet das so, friss oder stirb. Entweder du machst es oder nicht, ja, und wenn du es nicht machst, dann ist die Welt zu Ende, dann ist das Spiel vorbei und dann kannst du heimgehen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, bei jedem noch so kleinen, nee, kann man so nicht sagen, ich wollte gerade sagen, bei jedem noch so kleinen Konflikt geht er immer all in, aber das stimmt nicht. Die Art und Weise, wie die Serie geschrieben ist, ist einfach jeder Konflikt immer kriegsentscheidend. Und ich finde, das trägt sich nach einer Zeit ganz schön ab. Die Stakes sind immer maximal hoch und das ist irgendwie dann auch unspannend, ja. Und dadurch, dass er dann immer so all in reingeht, ist es für mich am Schluss einfach nur noch lächerlich gewesen. Auch wenn natürlich immer dieses eloquente Hin und Her, das ja auch so ein bisschen der Allure von Anwaltsserien ist, schon irgendwie seinen Reiz hat. Aber wie gesagt, der Harvey Specter ist für mich einer der am schlechtesten geschriebenen Charaktere in dieser Serie. Und ich finde, sie haben dem Schauspieler auch nicht viel Material zu arbeiten gegeben. Aber gut. Jetzt fragt ihr euch natürlich, welchen Duft trägt ein Harvey Specter? Und wer mich schon länger anschaut, der weiß ganz genau, was meine Wahl für ihn sein wird. Und zwar habe ich schon in mehreren Videos, als ich diesen Duft beschrieben habe, gesagt, dass der Duft den Harvey Specter trägt. Und es ist natürlich blöde Chanel. Harvey Specter trägt eine Marke. Harvey Specter trägt einen Duft, der einfach gut riecht, der super auch irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein in einem Office-Setting oder in einem Business-Meeting ausstrahlt, der nicht zu kreativ ist. Auch wenn er seine Probleme oft kreativ löst, er ist nicht der Typ, der sich kreativ ausdrückt, weder über seine Garderobe, noch denke ich über seinen Duft. Blöde Chanel
ist extrem unkreativ. Also Blöde Stande ist ein wunderschöner Duft, ist eine sichere Bank, ist frisch einerseits, auch ein bisschen holzig und auch so ein bisschen tonkabohnig, samtig, weich. Einfach super angenehm. Dezente Rasierwassernote, so ein bisschen scharf, ein bisschen herb, sehr maskulin und einfach eine Bank. Ja. Und genauso sehe ich den Harvey Specter auch. Der ist so, auf den ist Verlass. Man weiß, der wird quasi allen Leuten gefallen. Das ist einfach attraktiv, das ist Selbstbewusstsein und ist auch, glaube ich, schon einer der meistgetragenen Düfte. Aber ich sehe den Harvey da irgendwie nicht als besonders individuell. Ich denke, er macht die Dinge, die seinem Status entsprechen und weniger ihn irgendwie individuell kreativ ausdrücken. Da gibt es noch einen anderen Charakter, den ich sehr viel spannender finde. Der kommt aber nachher. Auch hier, seid ihr zufrieden mit meiner Wahl? Schreibt in die Kommentare, ob ihr alternative Vorschläge für den Harvey habt. Und wir können natürlich nicht über den Harvey Specter sprechen und nicht dann direkt danach seine bessere Hälfte, seine Work-Wife, seine Donna Paulson erwähnen. Ja, Donna Paulson ist seine Sekretärin, so eine richtig feurige, rothaarige, die im Grunde so ein bisschen den Laden schmeißt. Sie ist nicht nur die gute Seele des Offices, wenn auch so ein bisschen Richtung Tough Love. Also das ist keine, die dich tröstet, wenn du am Heulen bist und dich im Kopierraum eingeschlossen hast, sondern das ist eine, die macht dir dann Pep Talk. Und die Donna ist super smart, ist wahrscheinlich sogar smarter als der Harvey, würde ich sagen, so wie sie dargestellt wird, aber ist halt nur die Sekretärin. Und ich finde, gerade ihre Rolle, das ist so die typische Art und Weise, wie smarte Frauen auch in den letzten 20 Jahren in Fernsehserien porträtiert wurden. Ja, so nach dem Motto, sie kann super viel, aber Entscheidungen treffen darf sie irgendwie nicht. Sie muss immer im Hintergrund die Fäden ziehen, sie ist immer diejenige, die vorausschaut. Sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass der Harvey immer vorbereitet ist. Und sie hat so eine richtige Street-Smartness auch. Also eigentlich ein sehr liebenswerter Charakter. Das, was mich an ihr brutal genervt hat, ist, dass sie halt immer recht hat. Und dass sie ist super schlagfertig die ganze Zeit. Und es ist immer so dieses Attitude, so dieses My way or the highway. Ähnlich wie bei Harvey auch. Aber einfach irgendwie unrealistisch, dass sie nicht mal irgendwie einen Moment der Schwäche hat oder mal nicht richtig liegt oder keine Ahnung. Selbst die Fehler, die sie macht, die sind so, ja, okay, jetzt konnte sie mal nicht recht haben, aber es ist nicht glaubwürdig und grundsätzlich ist sie ein Übermensch eigentlich. Und da sie auch optisch so eine eindrucksvolle Persönlichkeit ist mit diesen roten Haaren und auch diesem Sass, habe ich sofort an einen Rosenduft gedacht. An ein bisschen eine dezent aggressive Rose und ja, und ich habe einen perfekten Duft für sie gefunden und zwar ist es Rose Barbar von Guerlain. Das ist einer aus der exklusiven Kollektion von Guerlain und ich stelle mir den so gut an ihr vor. Es ist ein Duft, der hätte auch ein Chypre werden können, aber irgendwie nicht ganz. Dafür fehlt ihm die Zitrik im Kopf. Es ist wirklich ein sehr intensiver Rosenduft mit einer gewissen Frische durch Aldehyde, die auch so ein bisschen scharf kommen und leicht chanelig, obwohl es ein Guerlain-Duft ist, aber total auch diesen Chanel-Chic. Deswegen passt es auch irgendwie, finde ich, gut so als Partnerduft zum Blöde Chanel vom Harvey. Und dann haben wir noch ein ganz schön bisschen grünes, frisches Patchouli drunter mit auch einer Idee Süße vom Honig, weil sie ist schon auch irgendwie eine Süße, ja. Also man mag sie irgendwie schon. Und dann haben wir noch Boxhornklee und Unterholz in den Noten, aber die kriege ich jetzt persönlich nicht so. Es ist einfach ein sehr edler, sehr schicker Rosenduft mit einem mini kleinen Augenzwinkern, der sich aber durchsetzt. Und Rose Barbar, finde ich, der Name hat auch perfekt gepasst. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Der ist schon nicht 0815 Rose, sondern ist schon auch kreativ. Gleichzeitig nicht süß, sondern mehr Richtung Grün. Wobei es ist kein grüner Duft, sondern es ist mehr so eine so ein bisschen eine kratzige Rose. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, da ist noch ein Dorn an dieser Rose und das gefällt mir super gut, passt perfekt. Und wer hat ihn kreiert? Francis Kürkchan. Und das ist aber nicht die einzige Frau in dieser Kanzlei, sondern Harvey hat eine Chefin. Sie heißt Jessica Pearson und das ist, würde man sagen, eine Boss-Bitch. Ja? Also die ist so richtig cutthroat, die hat für mich eine sehr kühle Ausstrahlung, die ist super rational.
die ist so total fixiert auf ihren beruflichen Erfolg, die ist super strategisch, die ist nicht ein mütterlicher Typ, sondern die ist, ich gehe bis zum Schluss ans Ende. Und die Tatsache, dass es eine afroamerikanische Schauspielerin ist, die sie darstellt, unterstreicht es, finde ich, nochmal mehr, weil sozusagen der Subtext dieser Rolle ist, sie hat es so viel schwerer als andere und es hat so viel mehr gebraucht für sie, an diesen Punkt zu kommen, sodass sie wirklich keine Gefangenen macht, mit der es nicht zu spaßen. Und ich habe einen guten Duft für sie gefunden. Ich dachte, sie braucht definitiv was Grünes, sie braucht was Florales, aber das muss noch schärfer sein als Rosbauer von der Donna. Und ein Duft muss einfach Erfolg und Reichtum schreien. Und das, was mir am meisten an ihr gefallen hat in der Serie, waren ehrlich gesagt ihre Outfits. So als Charakter fand ich sie total schrecklich. Also irgendwie ist sie nur da, um sozusagen Hindernisse für den Harvey darzustellen oder ihn zu retten, wenn es nicht mehr anders geht. Aber sie ist im Grunde wirklich nur ein total plumpes Vehikel, um die Story irgendwie zu verzögern, ohne irgendwie einen eigenen Story-Arc wirklich zu haben. Egal, aber ich habe einen Duft gefunden, der super auf sie passt. Und zwar ist es der High Heel White von Roberto Golini. Und das ist perfekt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also sprich, das ist so ein richtig schön floralpudriger Duft mit eben einem grünen Charakter. Ich finde, das Maiglöckchen macht sich wahnsinnig gut. Es gibt dem Duft noch so eine tolle Frische. Dann haben wir Irisrose und eine super starke Galbanum-Note. Und Galbanum schreit für mich Jessica Pearson. Das ist so das in Kombination mit dem Koriander und unten auch den Hölzern, dem Patchouli, macht den Duft irgendwie richtig clean, seifig, grün. Aber trotz allem irgendwie nicht wirklich feucht, sondern wir haben eben auch noch die Hölzer. Wir haben ein bisschen Weihrauch mit drin, was ihm wahnsinnig gut tut und Tiefe gibt. Und es ist einfach so ein richtiger Duft für eine sehr erfolgreiche Frau, der eben auch diesen kühlen Charakter widerspiegelt im Sinne von, ich habe keine mütterliche Wärme oder Verständnis für dich, sondern du bist entweder mit mir oder gegen mich. Und wenn du auf der Strecke bleibst, ist es mir auch egal. Und dann vielleicht der Charakter, der die Krone für den langweiligsten Charakter gibt. Also ich wusste nicht, dass ich die Serie doch irgendwie so schlecht fand zum Schluss, bis ich angefangen habe, über sie zu sprechen. Unser Mike braucht natürlich einen Love Interest, weil der Bub, der soll ja nicht nur beruflich seine Bestimmung finden, sondern er soll ja auch eine tolle Frau für ihn finden. Und wer ist das? Das ist natürlich die Rachel Zane. Die Rachel Zane ist eine Paralegal, also sprich, was heißt denn das auf Deutsch? Eine Art, noch nicht, eine Nicht-Anwältin, sondern eine Anwaltsgehilfin, glaube ich vielleicht, ist das Wort, I don't know. Auf jeden Fall, sie muss die ganze Drecksarbeit machen. Beziehungsweise nicht ganz, es gibt die ganzen irgendwie Associates, glaube ich, heißen sie, oder? Das sind sozusagen die ganzen Absolventen, die müssen da, man hatte immer das Gefühl, die müssen in so einem Pit die ganze Drecksarbeit machen. Die sind den ganzen Tag nur am Aktenordner durchwurschteln und die sind so wirklich so der Bodensatz dieser Anwaltskanzlei. Wobei ich glaube, das tatsächlich sind richtige Anwälte und die Rachel ist nur eine Anwaltsgehilfin. Und dennoch kriegt sie irgendwie in interessanteren Aufgaben, hat man das Gefühl. Egal, auf jeden Fall, sie arbeitet dem Harvey und dem Mike und natürlich auch der Jessica fachlich zu. Also weniger eine organisatorische Rolle im Sinne von Teamassistentin wie die Donna, sondern sie arbeitet fachlich. Also sie will ja mal Anwältin werden. Und natürlich ist sie wunderschön und natürlich ist der Mike instant verliebt. Und ja, im Grunde die Story der beiden ist auch relativ langweilig. Finden dann zueinander und dann haben sie wieder ein Problem und wie auch immer. Auf jeden Fall, die Rachel ist so die gute Seele. Also die hat nicht so viel Tough Love wie die Donna, sondern die Rachel ist die warmherzige, mütterliche Energie, die teilweise auch die sanfteren Töne in den männlichen Figuren zum Klingen bringt und einfach hadert mit ihrer Rolle als Paralegal, weil, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, aber sie hat irgendwelche Hürden, warum sie jetzt irgendwie die Prüfung nicht schafft oder I don't know, es ist schon lange her, dass ich sie angeschaut habe. Egal. Auf jeden Fall ist sie halt so eine richtig nette, angenehme Person, die du gerne in einem Büro haben willst und die auch noch gut aussieht. Also, was willst du mehr? Und für sie, ich dachte auch, sie trägt wahrscheinlich einen total offensichtlichen, braven Duft.
der sich gut fürs Büro eignet, der einfach angenehm ist und sich denkt, oh, die riecht gut, aber es ist eigentlich nichts. Es ist nichts, wo du irgendwie sagst, ha, was ist das? Sondern sie trägt Chanel Chans Entendre. Den trägt sie. Das ist ihr Ding. Und das ist dieser Rose Iris Zitrusduft mit ein bisschen Moschus. Ja, genau. Also maximal inoffensive. Sehr schön. Aber auch langweilig irgendwie. Und was heißt langweilig? Er ist einfach so... Er ist da. Und man denkt, ah, ein guter Duft. So ähnlich wie sie. Und... Das ist der, glaube ich, der Duft, den ich am meisten meinen Zuschauern jemals empfohlen habe, um ihn im Büro zu tragen für die Frauen, weil es einfach so angenehm ist. Also wenn du jetzt nicht irgendwie ein Statement setzen willst mit deinem Duft, sondern einfach nur einen coolen Duft haben willst, um gut durch den Arbeitstag zu kommen und einfach gleichzeitig ein bisschen erfrischend und doch irgendwie feminin zu wirken auf die Leute, dann trag Chanel Chance Entendre. Ich finde, das ist der perfekte Duft für die Rachel. In den späteren Staffeln kriegt sie ein bisschen mehr Biss. Da hätte ich den Duft dann vielleicht gewechselt, aber so die ersten 4 Staffeln definitiv ist das ihr Duft. Okay, und nun zu meinem Lieblingscharakter in der ganzen Serie, Louis Litt, der Antagonist. Derjenige, der allen im Büro das Leben schwer macht, derjenige mit den meisten Character Flaws, der irgendwie deswegen finde ich auch am interessantesten ist. Derjenige mit dem Minderwertigkeitskomplex, weil er nie mit dem Harvey mithalten kann und irgendwie gefühlt in 9 von 10 Fällen gegen ihn verliert. Der die ganze Zeit das Gefühl hat, er muss sich messen, er muss irgendwie seinen, keine Ahnung, der Typ, der hat einfach irgendwie, glaube ich, eine scheiß Kindheit gehabt und der will einfach dominieren. Und er lässt dieses Bedürfnis auch gerne an seinen Associates aus, er ist gefürchtet, niemand hat irgendwie Bock mit ihm zu arbeiten, aber er hat's drauf. Fachlich ist er super und das ein oder andere Mal reißt er wirklich das Ruder rum und irgendwie merkt man auch, im Grunde ist er innen drin ein kleiner verletzter Junge, der einfach nur will, dass andere ihn gern haben. Aber er hat sich eben diese wahnsinnig harte Schale, diesen Schildkrötenpanzer zugelegt, damit niemand merkt, dass er eigentlich ein netter Typ ist, sondern er ist der, er möchte the man sein, aber er ist leider nur die Nummer 2 in der Kanzlei. Aber ich mag ihn irgendwie gern. Am Anfang mochte ich ihn nicht, aber dann irgendwie habe ich ihn lieb geworden mit der Zeit. Und ich dachte mir, der mit Sicherheit den interessantesten Duft tragen wird, ist der Louis. Weil er will seine Persönlichkeit ausdrücken. Er ist in seiner Erscheinung, finde ich, am extrovertiertesten von allen. Er hat auch merkwürdige Kunst in seinem Büro stehen. Und er ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, er hat die meisten Ecken und Kanten. Und er will... was ausdrücken. Er will was beweisen. Die restlichen Figuren, vielleicht abgesehen von der Donna, die brauchen einfach nur einen Duft, der zu ihrer Persönlichkeit passt. Der Louis versucht, seine Persönlichkeit zu erweitern, zu shapen und will ein gewisses Image projizieren mit seinem Duft. Und ich habe sehr lange überlegt, was für ihn gut passen würde. Also was ich mir sicher war, ist, dass er was Orientalisches braucht. Er braucht einen lauten Duft, er will gesehen werden, er will gerochen werden, er will definitiv den Eindruck machen. Also nicht ganz unähnlich zu einem Trump, so von der Assoziation her. Und ich dachte mir, er wird sicher einen super teuren Duft haben und er muss nischig sein, der muss komplex sein und er muss, wie gesagt, so ein Beast-Mode-Duft sein. Es waren schon relativ komplexe Anforderungen und dann habe ich lange nachgedacht über den Jubilation 25 von Amouage, aber dann habe ich mich umentschieden und ich habe einen Duft gefunden, ich finde, der passt perfekt zu ihm. Und zwar ist es Empyrean von Serjoff, dieser orientalische Brecher und ich finde auch das Äußere. Ich kann mir total vorstellen, dass der Louis Litt so ein Flakon in seinem Regal stehen hat und ich glaube, das wird ihn einfach... Ich glaube, das würde ihn einfach glücklich machen, so ein Duft. Und der ist durchaus süß, rauchig, minimal, ganz dezent animalisch finde ich den auch. Der ist auch ein bisschen schwülstig in dem Sinne, dass der schon irgendwie, man hat das Gefühl, der legt sich schon wie so eine Decke auf einen drauf. Der ist wahnsinnig honigartig, sirupig. Die erste Assoziation, die ich mit dem hatte, als ich ihn zum ersten Mal gerochen habe, war Lavendelhonig. Auch wenn er kein Lavendel drin hat, aber eben dieses bisschen scharfe, ein bisschen medizinische und gleichzeitig dieses süße, sirupartige vom Honig. Eine starke Labdanumnote, die ihm den Amber-Touch gibt und ein Patchouli, das man gut merkt. Süße Vanille, ja, und viel Holz ist drin.
hat keinen wirklichen Oud-Charakter, aber ist definitiv so ein bisschen rauchig, dreckig, süß, ein bisschen, ja, wie so, weiß ich nicht, wie so Sirup irgendwie und so ein bisschen wie Honig im Grunde, so dick, zähflüssig ist. Das ist auch, wo ich den Louis wahnsinnig gut assoziieren kann, weil er schon manchmal auch irgendwie sowas, ich weiß nicht, sowas Gelecktes an sich hat oder irgendwie halt sowas Schlangenmäßiges irgendwie, ja? Also, genau, finde ich super. Und ich finde aber, weil der Duft eben auch diese schöne Süße hat, die ihn dann irgendwie doch wieder tragbar macht, das ist sozusagen dann das gute Herz, das der Louis Litt dann am Schluss doch irgendwie in sich hat. Und ja, genau, also das sind meine Picks für die Suits-Charaktere. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr zustimmt, wo ihr nicht zustimmt und gebt mir Alternativvorschläge. Und dann hoffe ich, dass ich bald mal wieder so ein Video machen kann, weil mir machen solche Sachen ehrlich gesagt Spaß. Ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen einen Anker hat, nämlich die Persönlichkeit oder auch das Aussehen einer Person, dann fällt es noch ein bisschen leichter, kreativ zu sein und sich gute Düfte dafür zu überlegen. Und ich glaube, es ist für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich bin so ein Typ wie der und der oder ich möchte so ein Typ sein wie der und der, dass das eine wahnsinnig gute Inspiration ist, wie sie vielleicht diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit noch ein bisschen mehr hervorheben können. Ja, also dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.